werte Freunde der höchsten Sicherheitsstandards. Ich möchte euch in diesem kleinen Video kurz einmal erklärt haben zum Thema Kurzwaffe bzw. Pistole ist das in dem Falle. Das gute Stück, das nennt sich AMT im Kaliber 22 Magnum Rand, also Rimfire. Nur ganz kurz gesagt zu dem Gerät selbst, da ist eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Wenn man natürlich jetzt richtig in die Materie geht, das werde ich jetzt demnächst mal ein Video überdrehen, also Kurzvorstellung über das eigentliche Gerät. Ich möchte jetzt aber eigentlich nur auf das Thema Sicherheit einmal eingehen oder hinweisen, wie so eine Waffe eingelagert werden sollte. Es wird dann immer gerade im Bereich von Jäger oder auch Schützen hört man das immer häufiger, schrankfertig. Und ich habe mal eine schrankfertige Waffe, ja, vom Jagdfreund, mit dem ich da auch so, ja, ein bisschen Tipps und Kniffel, und ich helfe ihm so ein bisschen bei manchen Sachen, weil der schon ein bisschen älter und gut, aber ich helfe ihm so ein bisschen. Und der hatte mir dann gesagt, ja, seine schranksaubere Waffe, also schrankfertige Waffe, die hätte da wohl irgendwie ja Probleme beim Repetieren. Und ja, habe ich mal aufgemacht und dachte, also das Ding, das ist zwar ja ein paar Jahre alt, ne, ich sag's mal, das war ein 98er Karabiner, und da ist eigentlich nichts viel zu sagen dran. Das ist eine relativ einfache Mechanik, ne, in Anführungszeichen, die wiederum aber sehr naja, weitläufig ist, und also da gibt es nichts falsch zu machen eigentlich, ne? Also da kann man nichts machen. Und das Ding, das hat so geknatscht und geknackt beim Aufbauen, und dachte ich auch, das geht doch gar nicht, das ist alles massiver Stahl. Also was ist denn da los? So mal reingeguckt und gesagt, ja, der macht die immer sauber. So, okay, das Rohr, bis was da läuft, der war auch ein bisschen, ja, ein bisschen sauber, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und so, der Mensch, der hatte richtig saubere Bude, ne? Also da war alles picobello, da waren die Schuhe alle geputzt, ne? Und also wie man das eigentlich auch erwartet, also ein Mensch, der hat sich ja nicht gehen lassen. Und jedenfalls, da war halt, das ganze Ding war rotzig, dreckig drin. Das war eigentlich schon, also da verstehe ich, wenn viele Leute oder viele Jäger sagen, oh, ich ziehe mir Handschuhe an zum Arbeiten. Also das hätte ich auch machen sollen, weil das war echt schlimm, ne? Gut, ist halt so, wie gesagt, also da haben sich vielleicht die Leute auch so, ja, da trennen sich wie nennt sich das nochmal? Da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, sage ich jetzt mal, in der Folge, was das Sauberkeitsprinzip angeht. Also einerseits natürlich, die Klamotten als Jägersmann können strotzen vor Dreck. Das ist, na klar, weil überleg mal, klettert dadurch Dreck und Staub, also Schmatter und sowas. Also es werdet ihr ja schon erfahren dann. Aber dass dann die Waffen so verhunzt werden, also da muss ich mal ganz sagen, du, also es geht gar nicht. Ne? Also er wusste es nicht besser, ne? Also da hat man auch wirklich leid. Und wie gesagt, da habe ich mal geguckt, ich habe dann den Verschluss gereinigt und musste halt am Ende feststellen, das war halt so verrotzt da drin. Also man hätte es wirklich nur mit Säure sauber machen können, habe ich mir auch gesagt. Also frag mich nicht, also ich tue Metall nicht in Säure. Das mache ich nicht. Also da habe ich es falsch gemacht. Ne? Weil jeder, der so ein bisschen in Chemie aufgepasst hat, weiß, dass korrosive Stoffe mit Metall, auch wenn sie nicht rosten sind, nichts zu suchen hat. Das ist eine Sache, die ist selbstverständlich. Meine Hände zum Beispiel reinigt auch nicht mit Schwefelsäure. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, das gehört sich nicht. Na gut, auf jeden Fall hat es zur Büchsenmacherei gebracht, und die haben da auch angeraten, kauft eine neue Waffe. War blöd. Ich hätte sie mir kaufen wollen eigentlich von ihm, aber ich habe sie mir dann auch angeguckt und habe gesagt, nee, also, wenn ich mich jetzt an die Arbeit mache und das dann restauriere, liebevoll, ne, also da kannst, nee, habe ich gesagt, dann kaufe ich lieber für 100er mehr irgendwie so eine olle Büchse da, und also Büchse heißt dann, ne, Repetierwaffe, und da habe ich, denke mal, weniger Ärger mit, ne, und war zum Glück auch so, der sagte auch, der Büchsenmacher hat auch gesagt, da hat er wohl irgendwie noch eine Aufbauchung gefunden da und irgendwie eine Absplitterung da am Verschluss irgendwas, und da wären dann ungefähr 400 € nochmal draufgekommen, und ich zum Beispiel selber habe nicht viel Geld und ich habe ja schon zwei recht teure Hobbys plus nur mal ein bisschen Privatleben nebenbei. Ja, da bleibt halt nicht viel übrig für solche Entscheidungen. Lange Rede, überhaupt gar keinen Sinn. Ich wollte euch nur einmal dann zeigen mit dem Thema schrankfertig und entnehmen. So wie die Waffe ist,
lagert die bei mir, also das Magazin lagert in einer extra Stahlkiste ein. Das lasse ich einfach mal vor, das halt nur gehört halt dazu. Ich tue das einfach mal dahin. Die Waffe selber ist bei mir immer gesichert mit einem Schloss. Ich weise auch mal darauf hin, unbezahlte Werbung. Bin halt nur davon überzeugt, letztendlich das Schloss selber, das ist ein sogenanntes Trägerlock, ne, mit Zahlenkombination und feinstem massiven Werkzeug, Stahl. Also es wiegt auch ganz gut. Warum habe ich das da dran? Ganz einfach, weil wenn ich davon ausgehe, dass mir als Inhaber eines Privilegs, dass ich halt solche Sachen besitzen darf, auferlegt wird, dann möchte ich auch da angesprochen haben oder also Offenheit den höchsten Schutz angeben, was das angeht. Und deswegen habe ich diese Schlösser an meinem Abzug. Dadurch kann ich nicht einfach ja, den Finger abkrümmen und damit einen Schuss auslösen. Und zweitens ist es so, dass die Waffe selber mit diesem Schloss in einem Stahl Konstrukt ist, mit richtig Kombinationsgeschichten und so weiter, das wiederum in einem Panzerschrank ne, nach aktuellen Vorgaben eingemottet wird. Das heißt, selbst wenn da ja, ich sag mal, irgendjemand schaffen sollte, diesen Tresor aufzuschweißen, steht er nachher dann vor so einer großen Stahlkiste da mit Kombinationsschloss und guckt doof und kann dann gleich weitermachen. Und ich denke mal, spätestens dann weiß ja irgendeiner im Haus oder Nachbarschaft, da ist irgendwie was nicht ganz richtig mit. Sie haben hingestellt, wie es genau ist. Also ich werde ja nicht, hier nicht verraten, wie jetzt genau die Sicherheitsvorkehrungen laufen, aber so im Groben und Ganzen werden die eingelagert. Also das heißt, Panzerkiste im Panzerschrank und alles safe. Ich habe hier auch nochmal angesprochen, das habe ich mir jetzt beim großen A, also meine Freundin hat mir gerade gesagt, dass man soll das nicht sagen wegen dem Daten, wegen dem Namen oder sowas. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde das echt gut. Also ich würde das auch jetzt quasi bewerben, wenn ich dafür Geld bekommen würde. Aber ich mache es auch kostenlos. Ne? So bin ich zu euch, kann man sehen. Das hier ist ein sogenanntes Chamber Security oder Chamber Secure Lock Flag. Die gibt es in verschiedenen Kalibern. Der selber ist jetzt ausgelegt, eigentlich wurde, also ich habe es nur gesehen, irgendwie im Kaliber 9. Also für eigentlich fast jede Waffe, die so im Skisportverein anzufinden ist. Aber ich habe durch Zufall, ich habe es mal ausprobiert, die ist für Kaliber 22 Magnum. Also ich habe das ausprobiert, also die haben gesagt, das wäre nicht dafür. Und was steht da drauf hier? AR-15. Also dafür ist sie, ne? Also gut, das ist Kaliber 223, das heißt, es ist ja so eine Luftgewehrgröße da. Also warte mal, das hat 5,56. Ja, also das passt hier aber auch wunderbar. Ne? Also wenn ich jetzt mal überlege, warte, ich nehme die Waffe auf, die Sicherheitsüberprüfung ist durchgeführt, also alles safe. Ich mache mein Schloss ab und ich wollte euch ja nur zeigen, wie das hier geht mit dem Flak. Also, wir haben auf der Schießbahn unsere ja, Serie geschossen. Magazin ist leer. Der Verschluss ist dementsprechend dann, ne? Spinnengriff ganz wichtig zu. Zack. Und die Waffe wird ja normal dann auf dem, ich nehme mal mein Schweinchen weg, kein Lebewesen vor einer Waffe. Ich habe die Waffe dann in Schussrichtung Scheibe abgelegt. Das Magazin liegt dann natürlich dementsprechend auch daneben. Also ich mache das dann immer so rum, dass das derjenige, der es sehen soll, auch erkennt, dass die Waffe frei ist. Das Magazin ist leer und nicht unterladen. Damit ist ja eigentlich die Voraussetzung eigentlich komplett erledigt. Ich habe mir überlegt, jetzt holst du aber so eine Teile und weil das eigentlich viel besser ist, weil einerseits, guck mal, ich kann das da einfach reinschieben. So, ist auch kein großes Heckmeck. Und ich kann so jedem zeigen, letztendlich, dass meine Waffe frei von ja, Patronen oder also dass das Lager frei ist. So kann ich die Waffe auch rein, theoretisch. Ich habe es mal ausprobiert. Wenn ich die jetzt entspanne oder wenn jetzt ein Kaltschlag passieren sollte, was auch nicht gut ist für das Material, und die Waffe vor, revidiere ein Stück, dann entspanne ich automatisch ein bisschen meine Feder und ich habe nicht das Problem, dass mir früher oder später die Feder irgendwie nachgibt oder halt leicht locker wird und dadurch dann Rohrkrepierer und wie sie es auch alles nennen möchten,
entstehen. So habe ich meine Waffe doppelt und dreifach jetzt quasi für die Schießbahnaufsicht symbolisch frei, ne, von allen Gegenständen. Also gut, jetzt natürlich blöd, man muss natürlich da teilrepetieren, damit man halt die Fahne wieder rauskriegt. Aber das hat jeder schon mal erlebt, dass neben einem auf dem Tisch das auf einmal BAM macht, also Klack macht, ne, wenn der Verschluss vorschlägt. Ist nicht gut fürs Material, definitiv nicht. Ne? Aber wir sollen es ja offen lassen. Oder auch in der Kiste offen transportieren, auf dem Platz selber. Habe ich auch schon welche erlebt. Und da finde ich das echt super. Also da habt ihr wirklich top, eine gute Sache. Und ich hoffe, dass diese Teile auch ja, öfters mal zu sehen kriege. Wie gesagt, hier sind zwei Stück drin gewesen. Ja? Vom Hersteller XY, von der Firma, sage ich nicht. Ne? Innerhalb von, ich habe es mit Prime bestellt. Das war, ich habe es abends bestellt, das war am nächsten Nachmittag da. Also Top-Ding, nicht? Ja, passt wie gesagt in jede andere Waffe mit rein. Was ein größeres Kaliber hat wie 22. Also da habt ihr echt gut gemacht. Und wie gesagt, es sieht auch jetzt nicht so schlecht aus. Also wenn ich jetzt überlege, ich mache das mal raus. Ich kann das ganz leicht rausziehen, ne? Und habe damit auch immer die Sicherheit, dass ich meine Patronenkammer frei habe. Ne? Lässt sich wunderbar arbeiten, ist so ein Hartplastik. Sieht gut aus, kann ich mir auch einen Bömmel dran machen hier, also Remove Before Fight, ne, oder was? Flight, ne, Pull to React steht da sogar drauf, auch ganz gut. Gibt es aber verschiedene, also diese Safety Flex, also Remove for Fire und so, oder Pew Pew, Let Me Loose oder was. Kann man sich alles holen. Ja, dann bedanke ich mich vielmals für euer Einschalten, verabschiede mich damit für diesen Bereich des Tages und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, hau du mit O.